Die Burgruine Mayenluft gehört zu den historischen Baudenkmälern der Fachwerk- und Karnevalstadt Wasungen in Thüringen. Weithin sichtbar auf dem Schlossberg über der Stadt gelegen, ist sie deren Wahrzeichen und als beliebtes Ausflugsziel weithin bekannt. Die Burg wurde im 12. Jahrhundert von den Rittern von Wasungen angelegt. Sie bestand damals aus einer Vorburg und der etwas höher gelegenen Kernburg. Im 13. Jahrhundert ging sie in den Besitz der Grafen von Henneberg über. Nachdem sie trotz Verschonung im Bauernkrieg in der frühen Neuzeit ihre strategische Funktion verloren hatte, wurde sie in eine landwirtschaftliche Domäne umgewandelt und verpachtet. Zu besichtigen sind heutzutage noch der Bergfried aus dem 13. Jahrhundert, Reste der Umwehrung der Vor- und Hochburg sowie der ehemaligen Burgkapelle. Burg Mayenluft befindet sich seit Anfang der 90er Jahre im Privatbesitz. Die historischen Wirtschaftsgebäude aus dem 19. Jahrhundert dienen heute als modernes Hotel und Restaurant. Einen Ausflug zu der Burgruine Mayenluft kann man übrigens sehr gut mit einem Besuch des ganz in der Nähe liegenden Forstbotanischen Gartens in Wasungen verbinden.